Spähangriff auf deutsche Industrieschwergewichte, auf das Technologieunternehmen Siemens, den Pharmakonzern Bayer, Henkel, ThyssenKrupp und den Chemieriesen BASF. Mindestens 20 Unternehmen sind in den vergangenen Jahren Ziel von umfassender Wirtschaftsspionage gewesen. Das zeigen BR- und NDR-Recherchen. Welche Informationen die Angreifer aus den Netzwerken zogen, ist unklar. Fest steht, sie sind eingedrungen. Von dort versuchen sie dann eben entweder sich im Netz weiter zu verbreiten oder wenn sie eben auf diesem Rechner schon interessante Informationen wie Passwörter oder interessante Daten oder irgendwelche geheimen Informationen finden, reicht das ja vielleicht schon. Die IT-Forscher der Ruhr-Universität Bochum konnten den Schadcode bei deutschen und internationalen Unternehmen nachweisen. Auch betroffen IT-Systeme der Regierung von Hongkong. Die bestätigt den Vorfall. Was die Eindringlinge dort suchen, ist unbekannt. Sicherheitsexperten schreiben die Angriffe chinesischen Auftragshackern zu, möglicherweise staatlich gesteuert. Es fängt an mit Spuren in der Schadsoftware selbst, die darauf hinweisen, dass sie chinesischen Ursprungs ist. Und geht dann weiter mit letztendlich Beobachtungen des Vorgehens der Angreifergruppe. Das fängt an mit sowas wie arbeiten die, wann arbeiten die. Und geht weiter über die Ziele, die letztendlich von der Motivationslage her zusammenpassen mit den strategischen Zielen Chinas. Wirtschaftsspionage im Staatsauftrag? Auf Anfrage heißt es von den Unternehmen, Hinweise auf einen Datenabfluss gebe es nicht. Die Angriffe seien abgewehrt. Die chinesische Regierung äußerte sich auf Anfrage nicht. Aus München ist mir nun der Journalist Hakan Tanrivadi vom Bayerischen Rundfunk zugeschaltet. Sie haben diese Hackerangriffe und die Hintergründe gemeinsam mit Kollegen des NDR recherchiert und aufgedeckt. Wie sind Sie den Hackern auf die Schliche gekommen? Uns hat ein IT-Sicherheitsexperte einen Tipp gegeben. Er hat gesagt, es gibt diese Gruppe, die heißt Vinti. Und wenn ihr der nachspüren wollt, dann wäre das doch super, weil die für sehr viel Schaden sorgt. Auch und vor allem in Deutschland. Dann hat er uns ein Blatt Papier über den Tisch geschoben. Und dort waren technische Details zu lesen, wie man die Hacker finden könnte. Die haben wir dann geprüft. Worauf haben es diese Hacker genau abgesehen? Wir haben jetzt schon gehört, es geht um DAX-Konzerne, aber möglicherweise auch die Regierung in Hongkong. Was man sagen kann, einerseits im Fall von Industriespionage geht es um sowas wie Verfahrenstechnik. Also wenn ich nach Öl bohren will, dann interessiert mich natürlich, welches Gestein, wie reagiert, was kann da passieren. Aber es geht auch ein bisschen um Logistikfragen, wie wird das alles organisiert. Und im Fall dieser Spionage, die in Hongkong stattgefunden hat, muss man dazu sagen, dass die Gruppe anscheinend ihre Palette an Angriffszielen erweitert hat. Einmal Hongkong, einmal eine Fluggesellschaft, da geht es wohl um einzelne Personen, die von Interesse sein könnten. Schauen wir noch mal kurz auf Deutschland. Wie reagieren die deutschen Unternehmen auf ihre Recherchen und auf die Spionage oder die mögliche Spionage? Also generell kann man sagen, dass kein Unternehmen gerne darüber spricht, dass es einen Hackervorfall gab. Da wird ein Reputationsschaden befürchtet und man versucht es so ein bisschen für sich zu behalten. Aber alle Unternehmen aus Deutschland, die wir angesprochen haben, haben unsere Ergebnisse bestätigt. Und konkrete Nachfragen wurden nicht beantwortet. Generell sagt man, dass man sehr viel Geld ausgibt und dass man versucht, IT-Sicherheitsexperten aufzukaufen. Die sind aber auch teuer und damit sind locker sechsstellige Jahresgehälter fällig. Gibt es offiziell Ermittlungen? Und wenn ja, wie weit sind die gegangen? Was haben die ergeben? Es gab Ermittlungen zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Die haben nach unserem Kenntnisstand heute zu keinem Erfolg geführt, weil Hacker sich sehr leicht verstecken können. Das ist auch der Grund, wieso die Bundesregierung sich so schwer tut, zum Beispiel nach China zu zeigen. Andererseits sagt sie, dass Hackerangriffe eben zum Standardrepertoire mittlerweile gehören, weil es so einfach ist und weil die Staaten sich wenig zu befürchten haben, politisch oder wirtschaftlich. Welche Dimension hat das Ganze? Wir haben eben schon Hongkong gehört, ansonsten weltweit. Wir haben abseits von den Unternehmen, die wir in Deutschland finden konnten, ungefähr 12 bis 13 gefunden in anderen Regionen. Das war einmal in Japan, zwei in Japan sogar, eines in den USA und mehrere Telekommunikationskonzerne über den Globus verstreut. Da kann man schon von einer Kampagne sprechen, die weltweit sich ausgebreitet hat und über Jahre hinweg reicht. Worauf deuten diese Hackerangriffe zumindest nach Ihrer Deutung hin? Welches Ziel steckt dahinter und wer steckt konkret möglicherweise dahinter? Es ist sehr schwer zu sagen, wer hinter einem Hackerangriff steht, aber nach
all den Gesprächen, die wir mit insgesamt 30 Experten geführt haben, deutet die Spur auf eine digitale Söldnertruppe. Söldnertruppe bezeichnet, es ist schwer, eine konkrete Verbindung zu dem chinesischen Staat herzustellen. Aber was vermutet wird, ist, dass diese Hacker Aufträge vom chinesischen Staat annehmen. Aber um das nochmal zu betonen, hundertprozentig wird man das nur sehr, sehr schwer beweisen können. Vielen Dank, Hakan Tanrivardi, nach München.